Willkommen zurück. So, ich weiß gar nicht mehr, was wir in der letzten Folge gemacht haben, obwohl das erst gestern war für mich. Und wieso habe ich mein Auto nicht mitgenommen? Auch egal, wie war das? Wir können ja mit der nächsten Mission fortfahren. Und da wir hier gerade eh in der Nähe sind, nämlich das von El Burro. Brandheiße Eiscreme. I started my exotic entertainment business with nothing but the sizable contents of my leather pants. A gang of no goods has threatened to remove my starring member if I don't pay them a cut. They threatened the wrong man, amigo. They have a weakness for the ice cream. Pick up the bomb I've hidden in Hardwood, hijack the regular ice cream van on its rounds, and lure these fools to their doom with the jingly jingly. They hide in a warehouse on Atlantic Key. Hol die Aktentasche in Harwood ab. Woher soll ich denn jetzt einen Eiswagen herbekommen? Aktentasche in Harwood? Ich weiß doch nicht mal, wo Harwood ist. Oh! Ach, jetzt ist da ein blaues Zeichen. Na, ich glaube, den Weg kann ich da vergessen. Andererseits, vielleicht ist da ein Päckchen versteckt. Na gut, ja nicht. Kein Überkommen. Such dir einen Eiswagen. Ich hoffe, das ist der rote Punkt da und nicht, dass das der Zielpunkt ist. Dann Head Radio, eine Radiostation. Parke den Eiswagen unten bei den Atlantic Quays. So, nicht wieder wundern wegen der Musik. Jetzt sieht man aber ein bisschen mehr von diesem eingestürzten Haus oder was das ist. Diese Fassade. Jetzt bekomme ich auch selber Bock auf Eis, muss ich sagen. Mal wie sehen wir wieder nicht. Ich hoffe, es bleibt dabei, den Eiswagen abzuliefern. Nicht, dass wir gleich noch Stress bekommen. Boah! Lalalala. Drücke die linke Umschalttaste oder rechte Umschalttaste, um den Eiscreme-Jingle abzuspielen. Und wir sollen jetzt das Ding per Fernzündung hochjagen. Das sind doch Mafioso normale. Aber alle in Reih und Glied, ne?
Mission erfüllt, 6000 Dollar. Was haben diese fallen lassen? Uzis? Danke. Sind die da rausgekommen? Nee. Ich hatte gehofft, wir kommen jetzt in eine Lagerhalle. Ja, da ist auch nichts. Nebenbei muss man natürlich immer mal wieder gucken, ob nicht doch ein Päckchen hier irgendwo umschwirrt. Stopp! So, jetzt sind wir eigentlich bei Joey. Wie ist der so? Keine Ahnung. Hier könnten wir. Eigentlich auch hier noch eine Mission starten. Na, hier kommen wir natürlich wieder nicht hin. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ich möchte da jetzt mal kurz aufs Gelände rauf. Kommen wir da überhaupt drauf? Da könnte auch noch was sein. Also erstmal gucken wir. Ey, habe ich hier nicht irgendeinen Eingang gesehen? Was bilde ich mir denn alles ein? Ist das ganz abgeschlossen, das Gelände, oder was? Ich glaube, das war mit das mit dem Tor, wo wir eh nicht rein können, ne? Ja, schade. Na gut, dann nicht. So, hier vielleicht noch. Ja, das ist nur in Anführungsstrichen nur Schutzweste. Der tote Passagier. Beautiful. Just beautiful. Alright, just the guy I need to talk to. Alright, there's a car stuffed with a stiff at the cafe near Callahan Point. One of the Ferrellis thought he was a wise guy, so he got what he had coming to him. Take the corpse to the crusher in Harwood, alright? Ich hoffe, das bleibt so simpel, wie sich das gerade anhört. Wobei die Missionen eigentlich schwerer werden sollten. Momentan ist das ja eigentlich auch noch alles ziemliches Vorgeplänkel. Sobald die anderen Stadtteile betretbar sind, wird es, denke ich mal, auch deutlich schwerer. Das heißt, denke ich mal, es wird so sein. Ist ja bei jedem GTA-Teil letztendlich so. Die Busse könnten eigentlich auch mal fahren, vielleicht gibt's da auch was. So, 200 Dollar. Wieso steht denn da eine Karre? Mit einem Mafioso drin, das ist doch irgendein Hinterhalt. Die stand doch vor nie da. Und da sitzt auch einer drin. Da bin ich jetzt gespannt.
Die Forelli-Brüder bringen ihn zu der Schrottpresse. Das war klar. Oh, jetzt sieht man sogar die Löcher hinten drin. Ist ja auch klasse. Klasse. Oh, oh. Bleibt mal cool, ihr beiden. Die Karre ist bald im Arsch, ey. Die Karre ist im Arsch. Mission fehlgeschlagen. Jo. Ist hier irgendwo ein Eiswagen? Ach da. Kann man damit jetzt Geld verdienen eigentlich? Ice Cream. Ich halte mal an. 233. Schade, ich dachte. Wir können ein Eis hier. Irgendwie nicht. Okay, versuchen wir es nochmal. Vielleicht sollten wir ein paar kleine Tricks anwenden. Weil so packen wir das ja definitiv nicht. Fahren wir mit dieser schicken Mucke wieder dahin. So geht's natürlich auch. Boah, ging deren Karre nicht mal kaputt hier oder was? Oh oh. Bei Explosion? Nein! Scheiße! Kacke. Aber. Boah, das geht mir jetzt doch auf den Senkel. Nicht schlimm. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Plan. Und da wir genug Kohle haben, werde ich mir einfach noch ein paar Uzis kaufen. Waren hier Ammunition, aber ich habe keine Ahnung. Irgendwo bei unserem Unterschlupf müsste das gewesen sein. Ammunition, da ist es. Ich hoffe, die Pistole ist immer da, dann können wir uns nämlich gleich noch ein wenig Nachschub holen. Natürlich nicht. Ey! Klaut sich da einfach einer unserer Karre. Und ich komme jetzt nicht in den Laden drin. Ich glaube, es hat
I got all your own defense needs. Jo. Cool, danke. Und hier machen wir dann ein Folgenhäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.